So, einmal da war sie nochmal, genau. So, Shift Happens. Ganz kurze Geschichte zu dem ersten Einbringer. Bei Shift Happens versuchen wir halt immer so ein paar aktuelle Sachen zu erzählen und das so ein bisschen halt einzurahmen. Und der erste Punkt ist, ich selber komme ja von der Insel. Und auf der Insel drumherum, da gibt es Seehunde. Und so, ne, die sehen dann, wenn sie klein sind, so aus. Also nicht so, aber es sind andere Seehunde, aber ihr wisst schon, was ich meine. Kleine, süße Säugetiere, die im Wasser leben. Und wenn die dann irgendwie Junge kriegen, dann sind Mama und Papa Seehund dann irgendwie raus und fangen dann irgendwie so Sachen und so weiter. Und die Kleinen, die bleiben dann auf so einer Sandbank dann übrig so und sind dann natürlich dann verwirrt und haben Angst und sind traurig und weinen dann und sind auch heulen dann so laut. Deswegen heißen die auch Heuler. So, ne? Also es gibt kaum was Niedlicheres als das. Und wenn dann teilweise dann irgendwie Umweltgifte oder so oder halt irgendwie also irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Seefahrzeuge oder so dann irgendwie die Mutter irgendwann auf dem Gewissen haben, dann bleiben die allein. Und dafür gibt es dann extra Aufzuchtstationen, die sich dann eben darum kümmern. Deswegen gibt es da überall im Wattenmeer so Seehundrettungsstationen. So, guck mal an, wie süß die sind. Die sind so Oh. süß. Ja, ganz furchtbar. So, und jetzt kommt aber der Kicker, weil die sind halt eben in vielen Landes-, also vielen Erdteilen bedroht. Und stehen da auf der roten Liste und jetzt möchte gern die Ölindustrie gerne, dass man sie töten darf, weil sie sind nämlich im Weg in Alaska, um dort neue Ölfelder zu erschließen. Und dann möchten sie jetzt lobbyieren, da sehr stark für, haben auch schon Mehrheiten gesammelt, die halt irgendwie, die sind zwar auf dieser Liste für Endangered Species, da eben runterzukriegen. Also es ist so crazy, wenn man sich so bedenkt, dass wir vor Jahren festgestellt haben, okay, Erdöl muss zu Ende sein. Und als da die ersten Akte kamen und so weiter, haben die mal richtig aufgedreht. Und jetzt werden die letzten Reserven ja noch rausgeholt und so weiter, ganz egal, was es ist. Das ist so ein bisschen so, als ob du so ein Evil Villain hast, der so am Bart zwirbelt und so, der irgendwie das versucht mal extra böse zu machen. So. Da arbeiten jetzt halt eben mehrere Organisationen dagegen an, damit das nicht durchgeht. Aber das ist das, was gerade passiert. Neben all dem Mist, der ohnehin passiert, ist das eben auch noch so ein Neben. Schauplatz und man möchte am liebsten sagen, das Robbenkloppen muss sich umdrehen, weil das ein Problem ist. Und wer jetzt aber denkt, so, naja, und das schließt so an dieses können wir uns auf die Politik verlassen und dass es halt immer in unserem Interesse ist. Jetzt kann man natürlich denken, dass es halt bei den verrückten Amerikanern und so weiter ist halb so wild. Nein, in Deutschland ist das eben auch so. Weil nämlich eben hier die grüne Regierung in Schleswig-Holstein eben auch immer wieder mal drüber nachdenkt, halt eben Erdölbohrungen auszuweiten in der Nordsee. Weil lohnt sich ja, ist ja jetzt teuer und so weiter. Und wir müssen ja, ne, fossile sind ja wichtig und so. Ne? Und anstatt das einzukaufen, weil das, Herr Brodersen, dann entstehen ja die Umweltschäden woanders. Ne? Dann müssen wir das doch hier machen, dass man da das ja weitermachen kann. Und da sind dann eben auch die Grünen dabei und sagen dann so dieses so, ja, kann man schon drüber nachdenken. Also er killt Realpolitik im Prinzip ganz ähnliche Dinge, weil das ist genau da, wo am Anfang meine Geschichte begonnen hat mit meinen Seehunden. Das ist nämlich genau da um die Ecke. Ne? Ist halt crazy. Das ist eben das, was Wahnsinn. happened. Ich habe heute übrigens jüngst auch, glaube ich, ein Interview mit dem WWF Chef gesprochen, der auch nochmal eindringlich betont hat, dass das Artensterben wahrscheinlich sogar die Klimakatastrophe, die wir sonst immer so beschreiben mit Erderwärmung, eigentlich um einiges übertreffen kann. Aus Gründen, die wir ja schon in Episode 1 und so weiter ausführlich erzählt haben. Aber ich fand es gut, dass also dass es dafür jetzt nochmal einen Raum gab im Diskurs, das nochmal wirklich so zu betonen. Weil wir haben ja auch mitbekommen, dass die Konferenz zum Artenschutz ja eher so komplett unterm Radar gelaufen ist. Ja, also von Ja. daher auch gut, dass du das nochmal explizit als Beispiel von vielen tausend anderen Dingen, warum Tiere, Pflanzen etc. sterben, für unsinnige Dinge Ja. rausholst. Auch wenn Nicole gerade geschrieben hat, sie kann jetzt natürlich nicht mehr einschlafen, Jens. Du sollst nicht Ja, solche Sachen genau. zeigen. Denkt nur an so Babyrobben, genau. Nee, also hier COP15 nehme ich auch noch mal mit, dass wir dazu auch noch mal ein Bit machen. Ja. Genau, dann, was haben wir dann hier gesehen? So, Deutschland wird Klimaziele bis 2045 verfehlen. Überraschung. Überraschung, Überraschung, genau. 2030 hat ja im Prinzip der Expertenrat schon so ein bisschen wackelig gestellt. 2045 sagen sie jetzt nur noch offen. Das Spannende ist, dass man ja grundsätzlich halt diesen Leitstern hat, nämlich dieses Endziel und so im Prinzip ein Zwischenziel, das bei 2030 liegt und die ganzen Sachen dazwischen dann nur so halb definiert und dann auch nicht wirklich klar, wo das jetzt eingebettet ist. Und dann hat man ja die vorhin von Katja erwähnten Sektoren, die halt irgendwie eigentlich auch Unterpläne und eigene Sachen halt eben haben sollen, die dann eben auch nur manchmal so halb gut verfolgt werden und so.
Wer in die letzte Episode reingeguckt hat, der kann das eben sehen. Von Agenda 21, Brundtland-Bericht, Brand und so weiter, über Millennium Goals bis zu SDGs. Es ist eine lange Geschichte von Politikprojekten, die sich an der Stelle verstolpern. Der Grund, warum ich das mitgenommen habe, ist, weil das der erste Mal ist, dass 2045 auch in Frage gestellt wird, was uns wirklich, wirklich, wirklich alarmieren sollte. So. Aber interessant von wem? Nämlich von dem Institut, das sich mit Arbeitskräften auseinandersetzt. Und das ist ja speziell auch eben so dein Bericht, Patrick. Nämlich, die sagen, wenn wir das sogar die Energie aufbringen würden und gegen diese ganzen nicht demokratisch legitimierten Machtstrukturen unsere Interessen durchsetzen und wir tatsächlich das Ganze machen, dann haben wir ein Problem, weil wir jetzt momentan nicht genügend Leute haben. Also das Problem ist nicht Geld, nicht Ressourcen und so weiter, sondern die Qualifizierung von notwendigem Fachpersonal. Und das ist etwas, an dem man ja heute schon was machen könnte. So, ne, also das ist etwas so, ne, also mit diversen Themen. So IHKs sagen ja auch, Migration und so weiter, brauchen wir was. Und gleichzeitig sehen wir dann irgendwie Merz, der irgendwie so ein Puschelmikrofon reinhustet, von wegen so, ne, das sind halt irgendwie so, also ein bisschen ist ja so verklausuliert, auch so ein bisschen Ausländer raus und so. Ja. Und damit versucht er gerade so ins Ticket, also da irgendwie reinzureiten. Oder wo wir Christian Lindner da in Uganda gesehen haben, der vor Ingenieuren spricht und sagt, der möchte gerne nach Deutschland. Ja. Und keiner meldet sich aus Gründen. Ne, ja, aus guten Gründen. Und das ist irgendwie so, als ob man irgendwie glauben würde, wir leben in so einer Blase und können uns den ganzen Schwachsinn hier leisten. Nein, nein, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir vielleicht irgendwann auch irgendwie so als Land gesehen werden, in dem man unwillkommen ist, was ja auch so ist. Aber das, ne, also wir haben hier uns, wir boxen uns gerade an mehreren Stellen aus unserer Zukunftsfähigkeit heraus. Das ist ein Standortnachteil dieser Rassismus. Übrigens nicht nur wir. So, wir haben ja jetzt auch erlebt, in China haben wir ganz krasse Demografieprobleme. Ja. Dann natürlich nochmal in ganz anderen Dimensionen. Und wenn man sich vorstellt, die müssen ja auch transformieren und alles umbauen, wobei die zum Teil, so wie ich es mitkriege, schon besser in vielen Bereichen sind, weiter und besser unterwegs sind, als wir das sind und auch weitsichtiger ein Stück weit. Aber das wird echt ein Problem, weil Geld ist nicht das Problem, sondern die knappe Ressource ist Arbeitskraft. Letztlich. Mhm. Wir haben auch die Maschinisierung verpennt und so weiter. Das wird sehr brenzlig alles. Und wir müssen langsam mal überlegen, wo priorisieren wir unsere Arbeitskraft. Ja. Es gibt ja dann noch so einen Riesenbereich, müssen wir auch mal mit in den Buchtipp nehmen, Bullshit Jobs von David Graeber. Wir haben ganz viele Jobs, die einfach sinnbefreit sind für die Zukunft zumindest. Und das können wir uns als Gesellschaft fast nicht mehr erlauben. Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich irgendwie ans Ende der 90er, als das losging hier von wegen, wir müssen jetzt alle Leute zu Webdesignern umgestalten und so. Also dieses, dass man sagt, okay, da ist jetzt halt, nimmt irgendwas Traktion auf und da müssen wir vom Arbeitsmarkt her mit Impulsen drauf reagieren, ist ja nichts Neues. Mhm. Man hat nur irgendwie den Ball noch nicht wirklich aufgenommen. So. Mhm. Der nächste Punkt ist der hier, weil das passt nämlich total dazu. Dass halt eben letzte Generation eben richtigerweise angekündigt hat, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie wieder ein bisschen Protest machen und so weiter, ziviler Ungehorsam und das eben auch breiter gestreut, mehr und gleichzeitig. Passiert auch gerade. Und das Spannende ist, was hier im Anreißer steht, nämlich, sie hatten ja vorher sehr konkrete Forderungen, die auch jetzt gar nicht so weitreichend waren. Sie sagen ja nicht von wegen oder nicht vordergründig dieses, wir wollen jetzt irgendwie tatsächlich die Klimakrise jetzt als Endgoal, sondern wir möchten jetzt erstmal Tempolimit und 9-Euro-Ticket. Hm. Wir haben ja gerade eben schon gelernt, dass das nicht geht, weil das eben widerspricht diesen ganzen Strukturen, die wir versuchen mit aller Gewalt zu erhalten, obwohl die wirtschaftlich gar nicht so relevant sind. Genauso wie ja auch Nuklearenergie nicht wirklich relevant ist und viel zu teuer und wir auch da versuchen mit aller Gewalt das zu erhalten, weil da eben Interessen dagegen sind. Das machen sie jetzt nicht, sondern die neue Forderung ist halt ein Gesellschaftsrat. Das ist total spannend, weil nämlich das ist natürlich ein viel, viel größeres Ziel. Ich habe gerade eben noch sehr kleine Politikinstrumente nach dem Motto, schenk ihm doch das 9-Euro-Ticket und dann machst du das Ganze tot. Ne? Weil dann haben die erstmal sowas so. Und dann, ne? Sondern nein, das haben sie nicht gekriegt. Sondern jetzt verlange ich halt eben, dass neben diesem eigentlichen Lenkungsinstrument, was wir ja in der Politik haben, im Bundestag und so weiter, ein weiterer hinzukommt, ein Gesellschaftsrat, wo Leute hineingelost werden. Also nicht gewählt, sondern hineingelost, sodass jeder, ne, ist ja auch eine Möglichkeit, Demokratie zu organisieren, um dann zu bestimmen, wie man Klimakrise macht. So. Also quasi, man flanscht auf den Bundestag einen monothematischen Block drauf, der dann irgendwie so handlungsleitend wird. Das ist natürlich irre, das werden sie nicht bekommen. Das ist aus diversen Gründen, wird das nicht kommen. Aber das Spannende ist dabei, dass du damit ja zwei
Reaktionen schaffst. Das eine ist natürlich, dass jetzt all die Leute, die sagen, oh Gott, das sind irgendwie ganz, ganz gefährliche und das ist ja, wenn Leute Rat hören, dann denken sie an Räterepublik und irgendwie Weimarer Republik und den ganzen Sachen. Das heißt, die Rechten springen natürlich da mega drauf an, geben dem richtig Traktion. Und auf der anderen Seite wirst du natürlich dann wieder was haben, dass dann irgendjemand bei Anne Will sitzt. Und dann ist nämlich die Forderung nicht diese, also dann wird ja gefragt werden, warum fordern Sie das denn? Und dann ist nämlich die Debatte eine andere. Nämlich dann jetzt nicht mehr um Einzelinstrumente, sondern geht es darum über, dieses politische System versagt gerade. Wenn jetzt in letzter Zeit mal die ganzen jungen Politiker auch von der progressiven Seite gesehen hat, zum Beispiel bei Thilo Jung, der hat ja gesehen, wie gut deren Zukunftspläne sind oder wie die ihren Beruf begreifen und so weiter. Und da kann einem Angst und Bange drum werden. Und wenn man sieht, was jetzt in letzter Zeit da gelaufen ist oder was gerade läuft oder nicht läuft, dann kann man verstehen, warum man sagt, naja, wenn das nicht funktioniert, brauchen wir was anderes, oder? So, und dann muss man nämlich entweder anerkennen, dieses läuft nicht und so. Also man verschiebt damit den Fokus des Ganzen nochmal auf was anderes. Ich finde es ein bisschen bold. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, könnte man sich jetzt so überlegen, aber ich finde es irgendwie spannend vom Kniff her. Aber das ist doch auch nicht in dem Sinne jetzt so völlig utopisch. Also es gibt ja Bürgerräte in Frankreich vor allen Dingen und so weiter, so wie ich das mitbekommen habe. Und haben die Grünen das nicht auch in ihrem Programm stehen gehabt? Es gibt tatsächlich eine Reihe von Räten. Ich könnte eine komplette, ja. Ich habe eine Folie sogar fertig mit kompletter Infrastruktur, die sich darum kümmert. Und es gibt einen konkreten Bürgerrat Klima, der ist auch ganz gut besetzt, so, wo auch schlaue Sachen wiederkommen und so weiter. Aber der Unterschied ist, es geht nicht um Rat im Sinne von, ich sag dir mal, was du machen müsstest, weil davon jeder weiß, was zu tun ist. Also diese Erfindung von, wir müssen mal über Mobilität reden oder die Erfindung von, wir müssen mal über Erneuerbare reden. Jeder weiß ja, was die Alternative ist. Mhm. Es fehlt allein nur dieses so, wer trifft wann die Entscheidung, zu welchem Nachteil. So, sondern hier geht es darum, dass dieser Rat ja tatsächlich, der Gedachte jetzt von denen, der Gesellschaftsrat, im Prinzip mehr oder weniger Entscheidungen vorformuliert oder so Richtung vorgibt und die anderen werden dann daran, also es geht mehr um Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Was ich jetzt so krass fand, dass schon gleich wieder Entdemokratisierung gewittert wurde und so. Ja. Ne? Also es ist ja einfach, also erwiesenermaßen, ich will jetzt mal einmal im Quartal so einen Rückblick machen. Den ersten habe ich mit Carlo Marsala gemacht, weil der halt überhaupt nichts mit meinen Themen zusammen zu tun hat. Aber wir haben 3 Stunden halt wirklich auch so über gesellschaftliche Entwicklung geredet. Das nächste kommt mit Ronen Steike, der sich ja mit diesen ganzen, ja, wie soll ich sagen, Radikalisierung und ne, Rechtsextreme, der beschäftigt sich auch viel mit dem Umgang präventivhaft letzte Generation in Bayern, ne, was ist das eigentlich? Und da haben wir auch in der Vorbesprechung, was wir so besprechen könnten, was ist eigentlich mit Demokratie und Klimakrise? Und braucht es neue Instrumente oder neue Einflussnahme von Bürgerlichen, sage ich jetzt mal so. In Anführungsstrichen. Also das geht ja genau in die Richtung. Ja. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt, weil ich komplett auf Anne Will dann war, aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll dieser Rat ja auch wirklich beraten, also Vorschläge unterbreiten. Also er setzt ja nicht, wenn ich es richtig gesehen habe, die Bundesregierung außer Kraft, sondern soll sich, und das ist ja genau das Problem, was wir gerade haben, dass sich Leute vertieft widmen können. In Frankreich zum Beispiel habe ich das relativ eng begleitet, als das kam, weil ich war beim Bürgerrat Klima in Deutschland für den Bereich Mobilität beratend dabei. Und in Frankreich war das so, dass die BürgerInnen in diesen Rat gekommen sind, dann praktisch ja, sich vielleicht sogar erstmalig die Zeit genommen haben, sich mit der Klimakatastrophe auseinanderzusetzen und die haben psychologische Beratung stellen müssen. Da sind Leute zusammengebrochen, da haben Leute geweint, weil sie gesagt haben, Scheiße, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und da hat Macron ja ganz klare, und das war auch bei dem Bürgerrat Klima, Tempolimit und was es da nicht alles gab, kann man alles nachlesen. Ja, ich wüsste nicht, dass da irgendwas geachtet mit umgegangen wurde, leider. Mhm. Ja, das ist immer die Gefahr, dass sozusagen das dann wiederum so als schmückendes Beiwerk behandelt wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sozusagen ein mögliches Einfallstor, um Dinge zu verändern. Also ich glaube, es nicht zu tun wäre, ich glaube, man muss einfach für Irritation und Unruhe sorgen, um das System zumindest so zu irritieren, dass es gezwungen wird, sich neu zu justieren. So. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Also dieses und Priorisierung vielleicht auch, ja. Ne? Was wir bei dieser Anne Will sagen, wir können nicht alles priorisieren. Ja.
Wir haben dafür nicht die Ressourcen, wir haben dafür nicht die Fachkräfte, wir haben dafür bis hin zum Sand. Also das die Gelder, also wir müssen einfach eine Priorisierung und meiner Meinung nach kann die nur darin liegen, in CO2-Betrachtung. Ja. Und das, also dass man sowas bei Anne Will ungestraft sagen kann, ich meine, ich glaube, Ricarda hatte das versucht, dann nochmal irgendwie gerade zu rücken, wirklich zu meinen, also das sind ja dann Leute, die könnten überhaupt nicht in der Wirtschaft arbeiten, die Leute aus der FDP, die wirklich meinen, ich kann alles gleich wichtig, gleich schnell, gleich günstig, was auch immer machen, das ist so völlig abstrus und das bedeutet, dass entweder die Leute wirklich völlig fehlbesetzt sind von ihren Kompetenzen oder dass sie die Menschen dreckig anlügen. Das sind ja, eigentlich nur die zwei Optionen, die es da gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da nochmal, also da auch nochmal drauf zu gehen, dieses so abstrus, ja, aber bewusst abstrus. Also keiner von denen, also es gibt natürlich Leute, die wirklich strunzdoof sind, aber in der Parteiführung kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass sowas irgendwie sich dauernd auf diese Art verunfallt. Sondern es geht wirklich darum, diese Argumentation zu bringen, auch Technologieoffenheit und wir können ja alles irgendwie machen und so weiter, soll genau politisches Handeln verhindern. Ja. Und genau da müssen sie auch outcallen, dass es eben so ist. Nochmal ganz kurz zurück zum Rat. Also ich verstehe das nochmal. Also ich glaube, das ist aber irgendwo so ein bisschen dazwischen zu dem, was du gesagt hast. So. Also hier wird aus dem Text wird dann eben gesagt, am Ende werden alle Maßnahmen in den Transformationsplan Deutschland 2030 zusammengeführt. Bürgerinnenräte gehen hier, also genau, wir gehen einen Schritt weiter als bisherige Bürgerinnenräte. Unsere Forderung, die Regierung soll öffentlich zusagen, die Gesellschaftsrat erarbeitet Maßnahmen in Gesetzesvorhaben ins Parlament einzubringen. Also klar, ne, die sind jetzt halt, setzen nicht die Demokratie außer Kraft, aber es geht halt eben weiter über dieses so von wegen, wir erzählen euch mal ein, sondern das sind schon dann schon politische Vorhaben. Und das ist schon, also ich finde ich von der Sache her schon irgendwie cool und klug und so. Ja. Und gleichzeitig gibt es da irgendwie auch tausend andere Dinge, wo sich das auch schon nicht funktioniert hat. So. Hm. Gut. Okay. Nächstes, genau. Ja, dazu passt dann das hier, dass der BUND gesagt hat, übrigens im Bereich Verkehr und im Bereich Gebäude haben wir hier irgendwo unsere Ziele nicht erreicht. Pay up. So, ne? Also wir haben ja vor Jahren dieses Bundesverfassungsgericht-Urteil gehabt und so weiter. Und genau das kann im Prinzip ja sagen, die Lage hat sich jetzt nicht wirklich substanziell verbessert. So. Selbst auf dem Pfad, ne? Also dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels, auch 1,75 wird nicht erreicht, sondern es ist dahinter das Ziel der Regierung gerade. Also irgendwo zwischen 1,75 und 2 Grad plus das, wo wir jetzt gerade drauf sind, auf dem Pfad, ist es sogar nochmal dahinter. Und in diesem Fall gibt es da wirklich Ministerien, die haben noch die Frechheit, dann trotzdem nichts zu machen. Also es ist noch schlimmer. Und da hat der BUND jetzt gesagt, jetzt wollen wir mal sehen und hat jetzt angefangen, dagegen zu klagen. Und also ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich kommt am Ende das Ergebnis, was wir alle erwarten. Nur die Frage ist dann, wie sehr setzt das sich dann in Handeln um? So wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist alles Chance, ne? Das ist alles Führungsinstrument. Genau. Und ich habe ja zwei Podcasts mittlerweile gemacht zu solchen Klagen. Einmal mit Roda Verheyen, die für Greenpeace Volkswagen verklagt und für diesen chilenischen Bauern RWE. Und mit Client Earth, die auf Luftreinhaltung auch in Deutschland vom Karlsruher gleich ganz oben Bundesverfassungsgericht klagen, weil AsthmatikerInnen 82% mehr Chance haben, noch kränker zu werden in luftverschmutzten Gebieten. Und die haben beide gesagt, das ist der Weg, wir müssen klagen. Ja. In dem Zusammenhang fand ich zum Beispiel spannend, ich weiß nicht, wo das war, wo ein Fluss zu einer juristischen Person werden konnte, damit der Fluss Menschen verklagen kann und Firmen. Mhm. Auch solche interessanten Hacks sind natürlich irgendwie denkbar und auf dem juristischen Wege. Ich finde es nur immer interessant, dass die Leute, die immer so, die Verfassung ist so wichtig, bei ihren Interessen daherkommen, aber bei diesem Thema dann so, interessiert mich nicht, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Danke, das ist genau, da wäre ich jetzt auch nochmal eingeritten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn jetzt letzte Generation wieder losgeht, dann werden wieder irgendwelche Ingos hinterm Ofen vorkommen und sagen, das ist aber nicht erlaubt. So, ne, aber das ist dann eben etwas, was man dann nonchalant akzeptieren kann. Genau, ne, oder halt irgendwie so,
hunderttausendfache Verbrauchertäuschung mit Diesel und so weiter. Das wird dann immer so hingenommen. Und ich nehme jetzt hier Jochen im Chat auf, 2045, nicht nur bei Design oder Disaster, sondern auch bei Justice. Ja, ja genau, we are the law. Sehr gut. Ja, und dann das hier, ganz, ganz spannend. Irgendwie, es gibt ein neues Verfahren, das Wasserstoff aus Salzwasser erzeugt. Ich glaube, irgendwie in China oder so. Patrick, wo war von, das? Das habe ich irgendwie gefunden. Es ist tatsächlich ein Konglomerat, ein Forscherkonglomerat USA, China und ich meine Kanada oder so. Auf jeden Fall Deutschland natürlich nicht dabei, wenn es um Innovation und Forschung geht in dieser Richtung. Ist ja klar, wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. Was ich da interessant finde, ohne es geprüft zu haben, weil Wasserstoff ist ja so ein Thema an und für sich und wir haben ja in der letzten Episode schon ein bisschen über Wasserstoff gesprochen und dass es da ganz viele Probleme und verschiedene Arten davon gibt, aber wenn man angenommen, man möchte jetzt grünen Wasserstoff wirklich erzeugen, dann hat man ja diverse Probleme und ein Problem ist ja tatsächlich die Menge an Wasser, die wir tatsächlich brauchen und reines Wasser. Und wir haben ja auch in der ersten Episode ausgeführt, dass die planetaren Grenzen auch das Wasserproblem beinhaltet. Also Trinkwasser wird immer knapper und wir wollen jetzt ganz viel Trinkwasser sozusagen alleine schon nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Dann gab es die Idee zu sagen, ja, okay, was ist denn mit mehr Entsalzungsanlagen? Darüber könnte man das doch dann irgendwie lösen. Und da war dann aber das Problem, erstens, auch das kostet wieder unfassbar viel Energie, sozusagen Meerwasser zu entsalzen und zu brauchbarem Trinkwasser zu machen oder Süßwasser. Und das zweite Problem bei der Entsalzungsanlage ist, was machen wir dann mit diesem ganzen Salz und den ganzen Chemikalien, die dabei noch entstehen? Also das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Aber wenn das jetzt so stimmt, was da ist, und das habe ich wirklich noch nicht vernünftig wissenschaftlich durchleuchtet oder durchleuchten lassen, dann ist es wohl so, dass man direkt Elektrolyse im Meerwasser, auch im verunreinigten Meerwasser wohl machen könnte. Weiß nicht, ob da Chemikalieneinsatz und so weiter ist, aber angenommen, das würde so stimmen, dann wäre man zumindest da schon mal einen sehr großen Schritt weiter, weil man könnte dann eine gute Kombi machen an Küstenregionen, wo auch viel Sonne scheint, so eine Mischung aus Solar und Wasserstoff etc. wäre dann möglich. Und die Frage ist aber dann wiederum, wann? Weil das Ding ist jetzt gerade erforscht, also null skaliert, null geprüft. So, aber es ist sozusagen zumindest mal ein möglicher Lichtblick, um die ganzen anderen Probleme, die man mit Wasserstoff im Moment hat, vielleicht zu überwinden. Genau, ja, und im Zweifel wäre das am Ende für Verkehr wahrscheinlich auch nicht wirklich noch ein Thema. Selbst wenn es in großen Mengen herstellen kannst, muss es eh für was anderes eigentlich da sein. Genau, und dann haben wir das hier noch gefunden, irgendwie eine Firma aus Lörrach, die da irgendwie Solarmodule herstellt, die nicht nur Strom erzeugen, sondern auch irgendwie eine Abwärme in dem Prozess, also wo du quasi gleich zwei Hausprobleme auflösen kannst, oder? Ja, also das finde ich super spannend, weil das ist im Einsatz, das wird verkauft tatsächlich, aber auch so ein Tüftler-Ding aus Lörrach, ein kleiner Ort, irgendwo im Schwäbischen, glaube ich. Und da ist es so, dass du normal bei diesen Solarpanels hattest du ja immer nur die Stromumwandlung und da geht ganz viel Wärme und so weiter dabei eigentlich verloren. Und diese Panels sorgen dafür, dass die Wärme aufgenommen wird und in das bestehende Heizungssystem mit Wärmepumpe sozusagen zugeschossen wird. Und somit natürlich den Verbrauch der Wärmepumpe über Elektrizität und so weiter verringert. Das heißt, wir haben noch mehr Energiegewinnung aus diesen Solarpanelen und es ist scheinbar so krass an diesem Beispiel hier, das war irgendwie ein ungedämmtes Reihenhaus und so weiter, was tatsächlich einen Überschuss dann am Ende sogar erzeugt hat. Also selbst die Wärmepumpe musste wohl gar nicht mehr so viel Strom und so weiter ziehen. Wir verlinken das natürlich, wie immer, ihr könnt es euch selber angucken, selber prüfen. Aber das sind zumindest so technologische Lichtblicke, wo ich mir immer auch denke, ja, wenn wir uns auf diese Dinge viel mehr fokussieren würden, dann wäre vieles schon ganz anders und nicht nebenbei noch rumdaddeln mit E-Fuels und Pipapo. Ja.
Ja, wir müssen halt auch richtig viel auch im Gebäudebereich machen. Deswegen wäre sowas jetzt halt echt so ein Schlüsselding, ne? Super. Ja. Okay, super, prima. Dann unsere Rubrik Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Da stellen wir halt immer so ein paar Sachen vor, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie handelnder und nicht behandelnder sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da haben wir diesmal was Interessantes, nämlich bald ist der Tag der Klimademokratie. Das ist ein spannendes Ding. Da kann man unten diesen die URL eingeben und am 29. April, man kann sich da anmelden als Organisation oder als Einzelperson. Und auf der anderen Seite trifft man dann politische Entscheidungsträger. Und den kann man nämlich dann mal Fragen in den Bauch stellen, in den Bauch hineinbohren. Nämlich zum Beispiel sowas wie: Warum habt ihr kein Interesse daran, irgendwie die Klimakrise abzuwenden? Oder welche Interessen stehen da im Hintergrund? Oder ne, wie reagiert denn die Börse, wenn der Mensch ausstirbt oder so? Also das Spannende ist, was ich festgestellt habe, es ist immer super interessant zu hören, wenn man sie dann fragt, was denkt ihr denn, was die Klimakrise in 30 Jahren so bewirkt? Weil dann die tatsächlich anfangen mit irgendwo säuft man eine Stadt irgendwo ab oder dann irgendwie ein Eisbär rutscht dann irgendwie traurig ins Meer so und gar nicht begriffen haben, was für eine unmittelbare Gefahr für das unser Leben hier das darstellt. Oder wenn man eben auch fragt, wie viele Tote glaubst du denn, hat denn die Klimakrise in Deutschland? Da kommen die eben nicht darauf, dass in Europa ein Promille der Bevölkerung letztes Jahr an Klimakrise gestorben ist, sondern die sagen dann so, ja, irgendeine Oma wird es bestimmt zu heiß gewesen sein, so, ne? Also auch das oder eben viele andere Fragen kann man an dem Tag stellen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wenn man hier das, was Katja vorhin gesagt hat, sich nämlich mal geschickt koordiniert oder vielleicht das eine oder andere sich mal überlegt, so, dann könnte man vielleicht damit was zeigen. Weil diese ganzen politischen Prozesse, es gibt ja schon etwas wie eine außerparlamentarische Opposition. Siehe Querdenker, ja. Querdenker so haben einfach nur durch Lautstärke das geschafft, dass auf einmal so ein neuer Ton in Gesundheitspolitik hineinkam. Oder wenn du überlegst, dass seit über 10 Jahren Pegida halt irgendwie über irgendwelche ostdeutschen Städte marschiert und dort halt eben bleiernden Rassismus vor sich hinträgt und dann eben gesagt wird, den muss man ernst nehmen und damit eben kooperiert man das. So, was ich sagen will, ist, wenn andere Gruppen auch für ihre Sachen entsprechend laut werden oder solche Sachenformate entsprechend nutzen, dann kann sowas natürlich auch zeigen, dieses, oh, vielleicht muss ich das doch ernster nehmen. So, und deswegen, also das ist eine schöne Gelegenheit, was zu machen, ohne jetzt tatsächlich einen ganz großen Aufwand zu treiben. Und nicht vergessen vorher, dritter globaler Klimastreik, sollte Genau. ich hier auch nochmal explizit aus dem Chat sagen, Genau. Das kommt, mitmachen, dabei beim sein. nächsten Mal kommt dazu noch ein Beitrag, ja. Sehr gut. Da bin ich in München und halte eine Rede. Sehr gut. Ah, sehr cool. Sehr schön. Also gibt es sogar jetzt noch einen weiteren guten Grund, dahin zu gehen in München. Ja. Vor allem Jens, du bist ja da in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, so, ne, das kann sein.